Nun, die Hausfrau weiß es schon seit langem, Säure löst den Kalk. Wenn wir eben eine Kaffeemaschine entkalken wollen, dann schütten wir halt Essigsäure hinein und nach kurzer Zeit wird der Kalk aufgelöst und wir haben dann eben wieder reguläre Verhältnisse. Aber das ist gar nicht richtig, wenn wir eben das Ganze in unserem Körper tun, wenn wir eben viel saure Flüssigkeiten, eine ungesunde saure Ernährung praktizieren, dann entwickelt sich auch nicht nur bei Frauen eine Osteoporose. Also das ist ja auch heute bekannt, dass mehrere Faktoren eine Rolle spielen. Also natürlich auch die Frauenhormone, aber auch für Männer wichtig, das Vitamin D-Hormon ist nämlich auch ein Hormon und auch eine ungesunde, übersäuernde Lebensweise. Das alles zusammen provoziert die Osteoporose. Nun eine einfache diagnostische Methode, wie wir die zweite wichtige Flüssigkeit neben dem Lymphgefäßsystem mal beobachten können. Das Blut ist die mikroskopische Vitalblutanalyse. Eine ganz einfache Methode, wo man nur einen ganz winzigen Stich in den Finger hinein macht, aus einem Blutstropfen, das Ganze tut ja nicht weh, dann nachschauen kann, was spielt sich im Blut tatsächlich ab. Sie sehen also hier, mein Finger zeigt gerade auf ein weißes Blutkörperchen, Garant eines gesunden Immunsystems. Und wenn Sie die roten Blutkörperchen anschauen, die wir so als kleine Kreischen hier betrachten können, gefallen mir die eigentlich ausgesprochen gut. Die stehen schön nebeneinander, die sind nicht verklebt oder verdichtet. Die haben schöne, gesunde Formen, also richtig schön aufgeblasen, gut genährt. Und wenn Sie in den Hintergrund hineinschauen, ist der sehr, sehr sauber. Also wir haben hier nur wenig Schlackenstoffe. Das ist ein Bild, das mir ausgesprochen gut gefällt. Und meistens finden wir dann auch bei so einem Bild reguläre Verhältnisse im Speicheltest. Das geht ja oft Hand in Hand, aber nicht immer. Natürlich, manchmal differiert das auch. Nun, leider schauen alle Bilder nicht so gut aus. Sie sehen also hier, wenn eben Säuren und Schlacken in das Blut in einem Ausmaß eingefallen sind, dass das Ganze nicht mehr sehr lustig ist, schaut das eben so aus. Wir haben dann eine sogenannte Geldrollenbildung, das heißt, die Blutkörperchen haben ihre runden, schönen, gesunden Formen verloren, schauen wie Scheibchen, Geldmünzen aus. Deswegen nennt man das Geldrollenbildung. Und wenn Sie in den Hintergrund hineinschauen, dann finden wir hier spinnwebenartige Strukturen, das sind eben Eiweiß- und Gerinnungsnetze, die das Blut letztendlich sehr zäh und klebrig machen. Und wenn ich so ein Bild sehe, dann weiß ich, da muss ich aufpassen. Also hier habe ich bereits eine Risikosituation vor mir. Sie können sich vorstellen, wenn eben solche Massen im Gegensatz zu den Dingen, die wir im letzten Bild gesehen haben, sich durch kleine Gefäße hindurchquälen müssen, die noch dünner wie ein Haar sind, dass eben dann die Sauerstoffversorgung auf der einen Seite und die Entsäuerung, der Abtransport von Kohlensäure und weiteren Säuren und Schlackenstoffen nicht mehr so ausgezeichnet funktioniert. Wenn man sich die Leute dann anschaut, sieht man auch, was da genau passiert, wenn das längere Zeit besteht. Die haben dann eben eine schlechte Sauerstoffversorgung, die haben blaue Lippen, die haben eine ungesunde Gesichtsfarbe. Wenn man sich die unteren Extremitäten anschaut, funktionieren die Venen nicht mehr ausreichend. Sie finden eine pigmentierte Haut, Rottöne, Blautöne und sie finden natürlich auch häufig Wasseransammlungen. Also das alles sind schon sehr weit fortgeschrittene klinische Signale, dass wir eben hier eine chronische Säurebelastung haben. Und dann, wenn man ins Mikroskop reinschaut, findet man häufig solche grauenerregenden Bilder. Also das ist nicht sehr schön, wenn der Patient dann plötzlich sagt, ah, das bin ja ich. Habe ich mir nicht gedacht, dass ich so ausschaue. Aber ich als Arzt, wenn ich den Patienten vorher angeschaut habe, haben wir schon etwas gedacht. Nun, ich zeige Ihnen jetzt mal einige interessante Befunde, dass Sie sehen, das sind nicht bloß kleine Krümelchen an Veränderungen, die man mit einer vitalblutanalytischen Diagnostik erfassen kann, sondern wirklich doch sehr manifeste Dinge, die dann auch nicht nur den Patienten beeindrucken. Also hier haben wir Homozystein, also das sind eben Schlackenstoffe, die eben im Bereich Eiweiß sich ansammeln, die wir auch in den letzten Jahren zunehmend beobachten. Und man weiß ja heute, dass letztendlich dieser falsche Stoffwechsel, wo eben der Risikofaktor Homozystein entsteht, der nach neueren Untersuchungen ähnlich wirken soll, eben wie LDL-Cholesterin, also Gefäße, Arteriosklerose, aber auch Osteoporose und Makuladegeneration, solche Krankheiten, die ja immer mehr und mehr auftreten, begünstigt. Wir wissen heute eben, dass solche Dinge durch einen Vitamin B- und Folsäuremangel bedingt sind. Und der Schulmediziner
sagt dann halt, Sie müssen jetzt ab den Rest Ihres Lebens einfach jeden Tag Vitamin B6, B12 und Folsäure schlucken. Aber das wollen wir ja eigentlich nicht. Wir wissen heute, dass eben viele Medikamente dahinter stecken, die in den Nebenwirkungen auch im Beipackzettel beschrieben sind, aber die eigentlich nicht so deutlich sagen, dass sie letztendlich den Mineralstoffhaushalt eingehend stören, also beispielsweise den Folsäurehaushalt und den Vitamin B-Haushalt. Und das sind eben Medikamente, die bei Diabetikern gerne gegeben werden. Die können sie nicht entbehren, sagte schon anfangs Metformin beispielsweise. Aber auch, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, auch die sogenannten Säureblocker. Und ich weiß noch, wie ich eigentlich so vor vielen Jahren in meiner Tätigkeit begonnen habe, da haben wir eigentlich gelernt, dass wir einen Säureblocker nur vorübergehend für den Notfall einsetzen sollten und nicht für Monate oder Jahre als Dauermedikation. Denn es ist so, wenn Sie da mal in den Beipackzettel hineinschauen von solchen Säureblockern, steht das ja ausdrücklich auch drinnen, stört eben das Hören, Sie hören schlechter, es stört das Sehen, Sie können verschwommen sehen, es kann einen Tinnitus erzeugen, es kann Hörstürze erzeugen und so weiter. Also solche Medikamente sind schon mit solchen Bildern dann einhergehend und wir können eben sagen, dass eben hier die Störung des Vitamin B-Haushaltes und Folsäurehaushaltes durch den chronischen Gebrauch an Säureblockern bedingt ist. Ich meine, klar, wenn wir natürlich ein Magengeschwür haben, wo wir akut reagieren müssen, wenn eine klinische Symptomatik besteht, der Patient kommt mit einer Magen-Darm-Blutung in die Klinik hinein, dass solche Medikamente sehr hochdosiert gegeben werden müssen und sollen, ist für mich auch eindeutig. Aber viele machen es halt so, dass sie eben bei ihren 10 Medikamenten, wo halt Sauermacher dabei sind, oder bei ihrer ungesunden Lebensweise mit mindestens 4 Tassen Kaffee, wie ich es diese Woche erst wieder mehrfach gehört habe, einfach sozusagen wie die Pille danach den Säureblocker hineinwerfen und sagen, es geht mir eigentlich mit meiner Lebensweise, die in Wahrheit gar nicht so gesund ist, sehr, sehr gut und ich muss nichts verändern. Also verstehen Sie, das ist eigentlich die Problematik, die wir eben mit dem modernen Medikamentenkonsum in dieser Art und Weise betrachten. Also lieber andere Methoden wählen, wo wir das Problem eben so nicht haben. Ja, die Stoffwechselleiden haben wir ja schon jetzt mehrfach angeschnitten, sind auch in dieser Analyse ein wichtiger Punkt. Wenn Sie mal anschauen, das sind keine Nuancen, die wir hier herausdeuten, sondern es sind wirklich massive Befunde. Sie sehen also, hier haben wir statt roten Blutkörperchen, die rund sind, sehr starke Deformierungen. Wir nennen diese Körperchen Bärentatzen und wir sagen immer, wenn wir die Bärentatzen sehen, die Bärentatzenspur, die führt letztendlich zum Stoffwechselorgan Leber. Also hier wissen wir, der Patient ist nicht nur stoffwechselgestört, sondern er ist eben auch darmgestört. Er hat sicherlich auch toxische Belastungen. Es ist eine ganze Palette an Dingen, die wir hier eigentlich mit erkennen. Und dann müssen wir eben regulativ so vorgehen, dass wir versuchen, zwar nicht gleich alle Medikamente in den Mülleimer zu werfen, sondern wir versuchen dann eben durch regulative Maßnahmen, die ich Ihnen dann nachher nochmals genauer erläutern werde, die Funktionen des zentralen Stoffwechselorgans Leber zu stärken. Wir versuchen, den Darm zu stärken. Wir versuchen, die gesamte körperliche Regulation, also beispielsweise eben auch durch Blutverfahren, die ich etwas weiter hinten Ihnen nochmals zeigen werde, zu unterstützen. Also hier kann man dann eben sehen, dass ohne, dass ich dann eigentlich die Medikamente verändere oder dass ich dann neue Medikamente gebe, das will ich ja gar nicht, dass diese Dinge plötzlich total verschwinden. Und wenn ich es nicht mache, dann bleiben sie immer wieder da. Kann ich Ihnen versichern, sieht man auch Wochen später wieder. Die Stoffwechselkrankheit Gicht, da möchte ich auch nochmals einige Worte dazu verlieren, hätte ich fast gesagt, weil ich fast jede Woche hier in Bad Füssing halt es mit Gichtanfällen zu tun habe. Das ist sicherlich kein Zufall, weil eben die Wärmeanwendungen ja diese Dinge geradezu provozieren. Das ist ja so, dass eben die Thermalbäder einen Heilungsprozess einleiten, indem sie eben schlafende Hunde wecken, sagen wir mal so, also chronische Krankheiten in Akute überführen. Natürlich in erster Linie bei den Arthrosekrankheiten, aber da gilt natürlich auch die Stoffwechselkrankheit Gicht, die zählt da auch dazu. Und wenn man eben heute anschaut, die Gicht ist sicherlich eine Sache, die wir durch eine Ernährungsproblematik entwickeln, also etwa durch Alkohol oder durch ein Übermaß an tierischem Eiweiß, also beispielsweise den berühmten Schweinebraten. Aber es ist so, wenn man heute die Vielzahl an Blutdruckmedikamenten anschaut und wenn Sie auf Ihre Packungen da mal draufschauen, wenn das Wort Compositum
oder Plus draufsteht, dann ist da ein Stoff drin, der eben dazu dient, das Blutdruckmittel in seiner Wirkung zu unterstützen, indem es eben wasserausleitend wirkt, das ist sogenannte Diuretika, das haben Sie vielleicht schon mal gehört, den Begriff. Und das ist dann eben so, wenn man dann diese Leute anschaut, die solche wasserausleitenden Stoffe haben, also so schlecht können sie sich gar nicht ernähren oder so schlecht können sie gar nicht sich mit Getränken verhalten, wie hoch dann diese Harnsäurewerte im Blut werden. Und wenn man da reinschaut, trifft einen förmlich der Schlag, also überall sieht man Kristalle, überall sieht man diese Eiweißwolken, die eben dann durch leuchtende Kristalle durchsetzt sind. Und natürlich auch eine klassische Vergebung, ist ja alles ja, grottensauer, Geldrollenbildung, Spinnweben im Hause, das alles sieht man dann. Und das ist heute auch neben den Stoffwechselproblemen, die eben durch Gicht sich manifestieren können, natürlich ein kardiovaskuläres Risiko. Also hier haben wir auch eine Belastung der Gefäße. Das wird Ihnen auch jeder Kardiologe bestätigen können. Und es ist kein Wunder, wenn man eben solche Werte hat. Nun, die Gicht ist eine Krankheit, die nicht so stark die Frauen betrifft. Also ich sehe das ganz deutlich in der Praxis immer, dass fast nur immer die Männer kommen. Ja, vielleicht trinken die auch mehr Alkohol, das mag schon sein. Aber sie haben natürlich letztendlich auch genetisch bedingt einen anderen Eiweißstoffwechsel. Und das ist halt auch hormonell zu erklären. Die Frauen haben ja Frauenhormone und die Männer haben Männerhormone. Und das bedeutet, wir haben also einen ganz unterschiedlichen Körperbau, der durch die Fettverteilung und natürlich auch durch die Eiweißkonstruktion bedingt ist. Und wenn man sich mal diese Hände so anschaut, die man auch in der Praxis jeden Tag vorfinden kann, ist das keine Gicht, sondern es ist eine sogenannte Fingergelenkspolyarthrose. Die tritt eben genetisch bedingt bei den Frauen etwa ja, 10-mal so häufig auf wie bei den Männern. Sie sehen also, die Häufigkeit ist wirklich mit 30% schon sehr, sehr besorgniserregend. Aber das Ganze ist ja nicht nur genetisch, sonst hätten sie ja alle Frauen und keine Männer und so weiter, sondern hier finden wir tatsächlich auch ein Signal dafür, dass wir ein Spätstadium einer chronischen Säurebelastung vor uns haben. Und wir gehen eben davon aus, wenn wir solche Dinge sehen, wenn wir noch rechtzeitig intervenieren, dass wir dann auch noch dagegen etwas unternehmen können. Also Sie können sich vorstellen, wenn im Körper jahrelang etwas gärt, und Sie werden mir das bestätigen, wenn Sie das mal gehabt haben, dann kommt plötzlich von einem auf den anderen Tag ein Knoten auf den Fingern. Da bemerkt man, also habe ich da plötzlich einen Knoten, habe mich da was gestochen oder was ist denn da los, das tut fürchterlich weh. Ist also so, da hat was Jahre und Jahrzehnte lang in mir gegärt und dann kommt es zum Vulkanausbruch. Das Ganze wirft sich nach oben, also wie die Lava sozusagen, wird dann mit basischem Kalk abgelöscht und dann haben wir eben hier eine Problematik, die eben wirklich unangenehm ist und die Frauen sind sehr, sehr besorgt, die zu uns kommen. Dann werde ich dann wirklich steif. Manchmal haben es ja schon junge Leute, das ist eine Kassiererin an der Supermarktkasse mit 40 Jahren schon erwischt. Und die sagt, kann ich meine Tätigkeit nicht mehr ausüben. Dann ist das schon wirklich problematisch. Weil diese Knoten, die am Anfang sehr stark wehtun, die werden immer größer und härter und machen dann eben letztendlich auch zwar weniger Schmerzen, aber sie machen eben eine Funktionsstörung der Hand. Das heißt, die Faust kann nicht mehr richtig zugemacht werden, ein sogenanntes Fauststoßdefizit. Und dann hat man eben schon eine sehr, sehr massive Problematik. Ja, letztes Bild nochmals in der Serie zunächst, weil es auch wichtig ist, Rheuma, Entzündung. Da wird man immer wieder gefragt, habe ich denn jetzt eine Arthrose, da habe ich eigentlich Rheuma. Und wenn man dann in eine Vitalblutanalyse reinschaut, dann ist der Unterschied in 2 Sekunden sofort klar. Es gibt ja auch manchmal rheumatische Prozesse, die nicht so von der klinischen Symptomatik von vornherein erkennbar sind, weil wir ein Intervall haben. Und die rheumatischen Krankheiten ja in sogenannten Schüben auftreten. Das kann mal einige Monate sich ganz ruhig verhalten und dann kommt wieder der große Vulkanausbruch, der Rheumaschub. Wenn man dann hineinschaut, Sie sehen also hier, schaut die Vitalblutanalyse wie ein Silvesterfeuerwerk am Himmel aus. Und die roten Blutkörper, die wir ja in den anderen Bildern immer so schön gesehen haben, die wirken hier wirklich sehr, sehr plump. Die leuchten sehr stark im Silvesterfeuerwerk der Entzündung. Das ist dadurch bedingt eben, dass wir hier in den Wänden der blutkörperlichen Eiweißkomplexe, die entzündlich bedingt sind, eingelagert haben. Und wenn man dann eben mit dem Licht da hineinstrahlt, dann leuchtet das eben so wunderschön. Schön ist das gar nicht, weil die Patienten sind wirklich unglücklich und die werden halt dann mit klassischen Säuremachern ausgestattet, eben ja, Cortison, Antirheumatika und auch verschiedenen anderen Mitteln, die eben dann Nebenwirkungen haben, die man dann sehr genau überwachen muss. Also hier können wir den Unterschied zwischen einem arthrotischen, degenerativen Geschehen und einer rheumatischen Entzündung durch die Vitalblutanalyse sehr schnell erkennen.
So, Einleitung hat funktioniert. Jetzt schauen wir mal, was machen wir. Wir wollen ja natürlich ja schon ein bisschen Schulmedizin auch mit einbauen, aber wir wollen natürlich auch von Medikamenten, das ist ja eigentlich meine Intention, so ein bisschen wegkommen, also zumindest einschränken, da wären wir schon zufrieden. Das machen wir eben dadurch, dass wir eben durch verschiedene Verfahren, die wir im Servicehandbuch Mensch auch ganz genau beschrieben haben, die Sie vielleicht auch zum Teil schon kennen, die Ihnen jetzt einfach mal so ein paar Beispiele dann zeigen möchte, beschreiben, nämlich entsäuern, entstatten und von Giften befreien. Und das machen wir einfach über die großen Flüssigkeitssysteme, Blut, Lymphe, also durch Flüssigkeiten, die wir in uns hineingeben, können wir uns sauer machen, aber auch entsäuern. Wir können die Gewebe stärken durch eben Sauerstoff beispielsweise. Wir können die Ausscheidungsorgane unterstützen durch eine Darmsanierung, durch eine Leberentgiftung. Also solche Dinge, die betreiben wir einfach mal. Wir zäumen das Pferd also sozusagen von hinten auf und sagen nicht einfach, jetzt haben Sie ein hohes Cholesterin, jetzt kriegen Sie einen Statin, jetzt haben Sie einen hohen Blutdruck, jetzt kriegen Sie das Blutdruckmittel, jetzt haben Sie wenig Luft, jetzt kriegen Sie was, damit die Bronchien weitergestellt werden. Und dann haben schon die Palette von 10 Medikamenten. So läuft es ja leider häufig. So, unser Beispiel ist eben auch das ASS, das heute massenhaft gestreut wird. Die Leute nehmen es oft ein, ich frage sie, warum nehmen sie das ein? Ja, ich habe es gehört oder ich habe es gelesen, dass das Blut so dünn wird. Ich nehme es halt einfach ein. Ist ja auch so, wenn bestimmte Medikamente gegeben werden, die zum Beispiel blutendigend wirken, wie die schon angeschnittenen wasserausleitenden Medikamenten, muss man ja auch etwas tun, um das Blut dünner zu bekommen. Aber sie werden mir ja beipflichten. Letztendlich wird ein Blut ja nicht dadurch dünner, dass ich nur ein Medikament schlucke. Das geht zwar auch, aber nicht so einfach. Und es hemmt halt hier nur die Verklebung der Blutkörperchen sozusagen. Und wir sehen hier diese Patientin, obwohl sie ASS eingenommen hat, die habe ich getestet, die war wirklich stark sauer. Sie hat einen pH-Wert im Speicheltest von statt 7 von 5,9 gehabt. Sie hat gesagt, ich habe auch immer wieder mal Magenbeschwerden. Und habe gesagt, jetzt schauen wir einfach mal hinein ins Blut, ob das auch funktioniert, was es ja manchmal tut. Aber hier hat es gar nicht funktioniert. Nämlich da haben wir nämlich die Geldrollenbildung und die klassischen Spinnweben im Haus. Und wir haben dieser Dame dann einfach mal, das ist ja auch ein Inhalt des heutigen Vortrages, ein basisches Wasser gegeben. Sie werden dann gleich im nächsten Film erfahren, was das bedeutet und wie man das herstellt und was das erreichen kann. Also keine Pulver oder Säureblocker oder solche Dinge, sondern wir haben ihr einfach mal 2 Liter von pH-Wert 9 in die Hand gedrückt. Hat sie geschaut, dass sie das bis zum nächsten Tag austrinken soll. Hat gesagt, das schmeckt ihnen bestimmt. Schmeckt ja nicht die Seifenlage, sondern gut. Dann hat sie das ausgetrunken und am nächsten Tag war sie wieder da. Und das gleiche Bild habe ich wieder gemacht. Sie sehen also hier, haben wir innerhalb eines Tages eine Verwandlung, die fast wundersam klingt, aber das ist nicht so. Wenn das einfach wäre, wäre ich ein Wunderdoktor und das bin ich nicht und will ich nicht sein. Und das geht natürlich auch leider nicht in jedem Fall so einfach. Also viele sind da wirklich so stark chronisch säurebelastet durch ihre Lebensweise mit Bewegungsarmut und viel Fleisch und Süßigkeiten, Bier, Wein, Cola, Kaffee, dass wir das beileibe nicht in einem einzigen Tag schaffen. Also hier brauchen wir dann eben Zeit. Also die Leute müssen das längere Zeit trinken und dann erleben sie wirklich ein kleines Wunder. Und ich zeige Ihnen mal den Film, wie wir das basische Wasser herstellen und wie wir es eigentlich uns vorstellen. Basisches Aktivwasser ist ein speziell aufbereitetes Trinkwasser, um Säureüberschuss auszugleichen. Unser normales Trinkwasser ist meist schon basischer als die Getränke, die wir sonst konsumieren. Aber basisches Aktivwasser ist noch 200 Mal basischer als durchschnittliches Trinkwasser aus der Leitung. Es ist rund 10.000 Mal basischer als ein Mineralwasser mit Kohlensäure, 100.000 Mal basischer als Filterkaffee und 10 Millionen Mal basischer als Limonade. Obwohl es in den 30er Jahren in Bayern entdeckt wurde, geriet es in den 60er Jahren in Vergessenheit, wurde dann später in der Sowjetunion erneut untersucht und für medizinische Zwecke eingesetzt und schließlich in Japan und Korea weiterentwickelt, wo dann ab 1985 die ersten Haushaltsgeräte zur Aufbereitung für jedermann auf den Markt kamen. Inzwischen besitzt dort jeder 10. Haushalt ein solches Gerät. In Deutschland gibt es solche sogenannten Wasserionisierer seit dem Jahr 2004. Dr. Med-Walter Irlacher hat als erster deutscher Mediziner basisches Aktivwasser in großem Stil therapeutisch eingesetzt
und im Servicehandbuch Mensch als das Perpetuum mobile der Entsäuerung bezeichnet. Seitdem findet es bei Alternativmedizinern und Heilpraktikern immer mehr Befürworter. Nach unserer Erfahrung und unserer Einschätzung ist das aktive Basenwasser unerlässlich als Therapie für die Zivilisationskrankheiten. Es hat einen hohen Stellenwert auch in der Vorbeugung, in der sogenannten Prävention. In dem Film Trink dich basisch beschreibt Karl-Heinz Asenbaum die schnelle Wirkung der Entsäuerung anhand eines Speicheltests. Der Speichel gibt einen Einblick in die Zusammensetzung der Körperflüssigkeit außerhalb der Zellen und des Blutes. Normalerweise sollte er leicht basisch sein. Durch eine Säureattacke, hier durch koffeinhaltigen Kaffee, kann er aber nach relativ kurzer Zeit in den sauren Bereich fallen, wie man an dem Messstreifen sehen kann. Durch Trinken eines Glases basischen Aktivwassers lässt sich die Säureattacke in Kürze wieder kompensieren. Und 5 Minuten später darauf die Messung und der Speichel ist wieder im blauen Bereich und damit die Lymphe und ich fühle mich auch wieder wohl. In der Natur gibt es basisches Wasser auch und man weiß, dass Tiere es bevorzugen, wenn sie die Auswahl haben. Auch Haustieren hilft es. Ja, meine Tochter, die hat eine Katze, die ist wird 17 Jahre. Die ist insulinpflichtig, hat Diabetes und wenn man der Wasser hinstellt, ein normales Wasser und eine Schüssel basisches Wasser, dann trinkt sie nur von dem basischen Wasser. Und auch ihre Einheiten, also ihre Insulineinheiten, sind weniger geworden. Nicht 4 Einheiten weniger von dem Insulin, weil durch das basische Wasser der Tierarzt das festgestellt hat, dass der Zucker weniger geworden ist. Nach Ansicht von maßgeblichen Forschern, wie der russischen Ärztin Dina Aschbach, liegt zum Beispiel die Wirkung bei Diabetes an einer zweiten Eigenschaft des Aktivwassers, die durch den Herstellungsprozess in einer speziellen Elektrolysezelle entsteht. Das Wasser ist nämlich elektrisch aktiv und besitzt einen hohen Überschuss an Elektronen und wirkt antioxidativ und damit reduzierend auf freie Radikale. Nur eine kleine Zahl bekannter Heilquellen weltweit, zu denen auch die Quellen in Bad Füssing zählen, besitzen solche Eigenschaften. Die wenigsten dieser Heilquellen sind aber gleichzeitig so basisch wie basisches Aktivwasser. Kein Wunder, dass immer mehr Forscher davon begeistert sind, wie der amerikanische Diätspezialist Dr. Robert Young. Wenn mich jemand fragen würde, was soll ich tun, um gesünder zu leben, wäre meine Antwort einfach. Fangen Sie an, basisches Aktivwasser zu trinken. Selbst wenn Sie saure Nahrung zu sich nehmen, können Sie die Säuren darin neutralisieren und Ihren basischen Zustand erhalten. Also mit dieser Technik schaffen wir es eben in kurzer Zeit, manchmal auch etwas länger dauernd, je nach Ausgangssituation den Körper zu entsäuern und die Patienten spüren das einfach. Hier sieht man nochmals diese Relation zwischen Flüssigkeiten, die eigentlich ja dazu beitragen, den Körper zu entsäuern oder sauer zu machen. Wenn man sich ganz genau anschaut, sind das ja letztendlich nur Gase oder Flüssigkeiten, die eben die Entsäuerung oder Übersäuerung bewerkstelligen, also Stichwort auch Sauerstoff nochmals. Sie sehen aber hier der Magensaft, der einen pH-Wert von etwa 1,5 hat, Cola-Getränke und so weiter, die zählen genau in diese Etage hinein. Und auf der anderen Seite haben wir eben das Sekret des der Bauchspeicheldrüse mit dem pH-Wert von 8,5, das dann eben der Etage von dem basischen Aktivwasser entspricht. Es wird ja sehr viel heute über die Fragen von Säurebelastung im Körper gesprochen, geschrieben und so weiter, in Medien auch erzählt. Aber wenn Sie mir einfach mal beipflichten, die Wertigkeit von Flüssigkeiten, die wird eigentlich viel zu wenig gewertet. Und es ist ja, da sind wir uns mal einig, viel, viel leichter, wenn ich jetzt heute mal als Oktoberfest fahre und stemme innerhalb von 2 Stunden 2 Maß Bier, also 2 Liter saure Flüssigkeit in mich hinein, als wenn ich in dieser gleichen Zeit 2 Kilogramm Schweinebraten essen müsste. Dem man immer eine starke Säurebelastung zugemessen wird, was natürlich auch stimmt, aber letztendlich auch Harnsäure erzeugt. Aber hier ist es viel, viel leichter durch industriell hergestellte Limonaden, Cola-Getränke, Bier, Wein, Schnaps, Kaffee und so weiter, sich sauer zu machen und merkt das sozusagen gar nicht, weil man ja denkt, ja, ich werde nur dadurch sauer, indem ich
halt ja, fast esse. Und diese Wertigkeit stimmt eigentlich so nicht. Also hier kann man sagen, wenn man das basische Wasser trinkt, ich habe das an mir selber so erlebt, dann mache ich seit mittlerweile 8 Jahren, dann entsäuert man sich unmerklich und verbessert sein Wohlbefinden, muss vielleicht auch nicht gleich alle Sünden weglegen, das mache ich auch nicht. Also wenn ich mal gelegenen Kaffee trinke oder alkoholische Getränke, ist ja dann keine Sünde, weil ich eben mit dem basischen Aktivwasser, ohne dass ich einen Säureblocker schlucken muss oder ohne dass ich basische Pulver schlucken muss, ein ausreichendes Gegengewicht habe. Und da spüre ich eben dann, dass ich eben nicht sauer bin. Und das ist eine Sache, die wichtig ist. Nun, gerade wenn Leute dann auch mal übergewichtig sind, haben wir oft diese schweren Säurebelastungen, Blutdruckprobleme, Stoffwechselprobleme, Diabetes und so weiter, tut es den Leuten sehr, sehr gut. Und wenn man die mal dann auch ein paar Tage, ja, vielleicht auch mal fasten lässt oder den Darm saniert und dann die Bilder anschaut im Vorher-Nachher-Vergleich, also das ist jetzt Tag 1, 2, 3, 4, 5, da sehen Sie schon, ohne das, was erläutert werden muss, wie Sie das wirklich allein dadurch, dass ich eben den Körper reinige und dann in der Entlastungsphase des Fastens beispielsweise oder der Darmsanierung diese Schlacken und Säure einfach hinaustrinke. Und der Patient sagt, ich habe diese Fastenkrisen gar nicht so wie vorher, wo ich eben Kopfschmerzen bekommen habe oder Darmprobleme, ohne dass ich im Glaubersalz schlucken muss. Das geht dann ganz unmerklich ohne. Wir geben den Leuten dann natürlich große Mengen in solchen Phasen, wo wir sie reinigen, bis zu 4 Liter pro Tag. Da stöhnen die ersten schon, aber es geht ganz gut und das Wasser schmeckt ja nicht schlecht. Wenn man das einfach mal probiert hat, trinkt man es ganz gerne und Leute, die früher nie Wasser getrunken haben, trinken dann auch dieses. Ich habe Gewichtsprobleme seit ungefähr 2 bis 3 Jahren. Habe eben dann in den letzten Jahren so stark zugenommen, dass ich ungefähr 147, 148 Kilo hatte. Jetzt habe ich 124,7 Kilo. Ich hatte schon öfters mal versucht abzunehmen, aber es war nicht von langer Dauer. Ich habe dann irgendwann halt doch gedacht, jetzt probierst du es halt doch mal mit dem Wasser. Also bevor ich ein eigenes Gerät hatte, bin ich immer zu meiner Mutter gefahren, entweder nach der Arbeit oder vor der Arbeit, weil ich im Zweitschichtbetrieb arbeite und habe mir eben jeden Tag 5 Liter Wasser abgefüllt. Das ist jetzt ein extremes Beispiel, wenn man über 20 Kilo abnimmt in einem halben Jahr, ohne dass man eine spezielle Maßnahme macht. Aber durch die vielen, vielen 100 Leute, die ich kenne, ich glaube es sind sogar über 1000, die so ein Wassergerät betreiben und mir dann darüber berichten, wie es ihnen geht, da sagen ganz, ganz viele, ja, und abgenommen habe ich auch.